Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Psycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Phasmophobia und das hier ist heute wieder ein Tipps und Tricks Video für euch. Es gab bereits zwei Videos für Beginner zu den ersten Schritten. Man weiß, wie man die Gegenstände verwendet, man weiß, wie man die Geister kennen kann mit drei Beweisen, man weiß, wie man die Nebenquests erfüllt, damit man eine perfekte Runde schaffen könnte. Doch man möchte natürlich eine Stufe höher gehen. Man möchte auch die höheren Schwierigkeitsgrade zocken, zum Beispiel Albtraum mit nur zwei Beweisen, Wahnsinn oder sogar nur Evidence. Man möchte auch die Weekly mal schaffen, auch da gibt es teilweise nur zwei Beweise oder die Umstände sind so schwierig gehalten, dass man einfach nicht mit den drei Beweisen rankommt. Dann ist es natürlich entscheidend, erstens, wie verhalten sich die Geister während der Jagd? Gibt es da Besonderheiten? Zweitens, ab wie viel Prozent können die Geister denn überhaupt jagen? Und drittens, wie erkennt man einen Geist, auch wenn man nicht alle Beweise hat? Es wird noch separate Videos geben zu jedem einzelnen Geist, in dem ich alle möglichen Varianten, die es gibt, aufschlüsseln werde, sprich erklären werde, wie man die Geister testet mit Anschaumaterial. Deswegen dauern die Videos auch ein bisschen länger, denn bis das Anschaumaterial da ist, dauert ein wenig, doch heute kriegt ihr schon mal sozusagen eine kleine Zusammenfassung. Nicht wundern, ich werde im Hintergrund wahrscheinlich irgendein Video laufen lassen. Ich weiß noch nicht, ob ich mit Ingame-Sound oder ohne Ingame-Sound einfach Musik hinterlege, einfach damit es nicht ganz so einseitig ist, wenn nur ich hier still sitze, so ungefähr. Der erste Aspekt, der an dieser Stelle wahrscheinlich interessant sein könnte, wäre, auf wie viel Prozent jagen die Geister? Ihr seht neben mir, so, insofern ich dran gedacht habe, immer schön Listen eingeblendet, damit ihr auch an diesen Stellen nachschauen könnt, sollte euch mal eine Zahl entfallen sein. Die meisten Geister können auf 50% jagen, doch es gibt auch ein paar Besonderheiten. Wie zum Beispiel die gute Mare, die kann auf 60% jagen und die Zahlen in den Klammern sind Besonderheiten. Bei der Mare wäre es zum Beispiel das Licht. Sollte in ihrem Geisterraum Licht angeschalten sein, kann sie in diesem Raum nur oder erst ab 40% jagen. Hierbei könnte man zum Beispiel sie erst jagen lassen, indem man alle Lichter ausmacht. Höchstwahrscheinlich habt ihr dann auf 60%. Danach macht man alle Lichter an, auch in den Nebenräumen, und sollte es dann zu keiner Jagd bekommen, ist es sehr wahrscheinlich eine Mare. Eine weitere Besonderheit hat Geist Nummer 9, der gute Shade, und zwar mit 35%. Es gibt nicht viele Geister, die unter 50% oder ab 50% noch nicht jagen können. Viele können sogar schon drüber. Der Shade gehört zu den Geistern, die erst darunter können, und zwar wirklich erste 35%. Und sollte mindestens ein Spieler im Geisterraum sein, sollte er angeblich dort die Jagd nicht beginnen können, aber aus meiner Erfahrung weiß ich, ich hatte auch schon Momente, wo er dann jagen konnte, deswegen würde ich euch empfehlen, gerade wenn ihr im Koop zeugt seid, mindestens zu zweit, dann kann er definitiv nicht jagen, auch nicht auf 0%. Als nächstes haben wir den guten Dämon auf der Liste und der gute Dämon hat eine Standard, also eine normale Hand-Sanity auf 70%, er hat jedoch eine Fähigkeit, die ihm bemächtigt, auf 100% bereits zu jagen. Das kennen viele Leute, sie gehen ins Haus rein, dir geht die Tür zu, jagt und man ist höchstwahrscheinlich auch tot. Das macht der Dämon sehr, sehr gerne. Aber sollte er seine Fähigkeit nicht nutzen, ist seine Standard-Sanity, mit der er jagen kann, 70%. Der nächste Geist auf meiner Liste, der auch nicht bei 50% jagt, sondern darüber, ist der gute Onryo, die Nummer 17, mit 60%. Der Onryo hat jedoch auch noch eine Besonderheit, die habe ich jetzt hier nicht dazu geschrieben, da ist ein bisschen schwierig ist und da habe ich auch keine genaue Zahl gefunden, denn wenn er hat eine Fähigkeit mit Kerzen, wenn er eine Kerze auspustet, dann hat er die Möglichkeit, also immer eine dritte Kerze, hat er die Möglichkeit, dass er sogar noch früher jagt. Ich habe geschaut, ich habe in allen möglichen Phasmophobia reingeschaut, eine komplett 100%ige genaue Zahl habe ich nicht gefunden. Viele gehen davon aus, dass er auf 100% schon jagen kann und das war auch mein Stand, aber selber habe ich es noch nicht erlebt, beziehungsweise so früh habe ich nie mit den Kerzen gespielt. Man müsste es wirklich mal testen, aber gut, dazu dann mehr sollte ich es mal getestet haben, aber man weiß halt von Anfang an nicht, dass es ein Onryo ist. Dann haben wir den guten Raichu, das ist der nächste Geist auf meiner Liste, der kann auf 65% jagen. Ich hatte im Kopf immer 60%, gut, diese 5% schenken sich jetzt nicht viel, ich sag mal so, ich bin mit dem Wissen, also auf 60% jagt, bin ich sehr gut gefahren bis jetzt. Aber gut, er kann theoretisch schon auf 65% jagen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich sehr gering ist, dass er genau 65% anfängt. Beim Mimic habe ich keine Angaben gemacht, denn beim Mimic ist es abhängig davon, welchen Geist er imitiert. Er kann theoretisch von 100% bis 0% kann er alles mitnehmen, beziehungsweise der niedrigste Wert, mit dem ein Geist jagen kann, ist 15%. Darunter können alle Geister jagen.
Ja, aber deswegen habe ich hier keine Angabe gemacht. Er könnte zum Beispiel einen Dämon imitieren, seine Fähigkeit nutzen, könnte auf 100% jagen. Er kann aber auch ein Shade imitieren und dann erst frühestens auf 35% jagen. Deswegen hier keine Angabe. Der nächste Geist auf meiner Liste, der auch niedriger jagen kann, ist der gute Diogen. Er kann erst auf 40% starten. Ja, Ladies and Gentlemen, ich weiß, der eine oder andere wird sich jetzt denken, warte mal, alle Geister können auch auf 40% jagen. Aber es geht hierbei, bei diesen Werten geht es darum, ab wann der Geist frühestens jagen kann. Und der Diogen auf 40%. Und zu guter Letzt haben wir den guten Tai. Der gute Tai kann frühestens, insofern er noch nicht gealtert ist, dazu gleich mehr, auf 75% jagen. Und sollte er gealtert sein, das gibt insgesamt 10 Stufen, kann er erst wieder auf 15% jagen. Also man kann ihn sehr weit runter altern lassen, das ist sehr, sehr angenehm. Unvorteilhaft, wenn er maximal gealtert ist, man hat gerade Sandy-Pin eingeworfen und denkt sich, gut, ich würde ihn gerne jagen lassen. Das ist definitiv unvorteilhaft. Ich habe auch versucht, beziehungsweise ich habe hier diese Werte auch alle im Internet nachgeschaut. Die meisten dieser Werte hatte ich noch im Kopf. Bei manchen Werten, auch zum Beispiel beim Tai, dachte ich mir 80%. Jetzt weiß ich, okay, es sind 75. Man muss die genauen Zahlen zu 100% nicht im Kopf haben. Ne? 2, 3, 4, 5% Abweichung, das ist komplett egal. Ne? Es geht eigentlich nur darum zu wissen, welche Geister können auf 50% jagen. Das sind relativ viele Geister. Und es geht darum zu wissen, welche Geister können früher jagen oder später. Das hilft euch, gerade wenn ihr auf Albtraum oder Wahnsinn zockt. Das kann sehr, sehr angenehm sein, gerade wenn ihr so ein Gefühl habt, okay, das war jetzt eine sehr frühe Jagd. Oder wenn ihr euch denkt, oh mein Gott, bin da jetzt schon 30 Minuten drin, das sagt immer noch nicht. Ne? Das könnte dann schon so ein Indiz auf einen gewissen Geist geben. Als nächstes möchte ich ein wenig genauer auf manche Geister eingehen, beziehungsweise auf einen Begriff, den ich sehr, sehr häufig verwende, und das ist Line-of-Sight-Geschwindigkeit. Ich werde häufig gefragt, was das ist, was das bringt und so weiter und so fort. Im Grunde ist die Line-of-Sight-Geschwindigkeit, Line-of-Sight, also sprich Blickfeld, die Blickfeldgeschwindigkeit, hört sich seltsam übersetzt an, und deswegen sollte man nicht alles auf Deutsch übersetzen. Bestimmt gibt es einen besseren Begriff, um es zu übersetzen. Aber im Grunde geht es darum, dass die Geschwindigkeit, die die Geister bekommen, wenn sie dich während einer Jagd sehen. Nicht alle Geister sind davon betroffen, und manche Geister haben schon von Haus aus Geschwindigkeitsveränderungen durch ihre Fähigkeiten und kriegen das nochmal obendrauf. Wie funktioniert Line-of-Sight-Geschwindigkeit? Ganz einfach. Der Geist spawnt oder er kommt um eine Ecke oder sowas, sieht dich in dem Moment, in dem er dich sieht, beginnt seine Geschwindigkeit, mit der er normal gestartet hat, sich zu erhöhen. Kurzer Einschub meinerseits, Ladies and Gentlemen, Nachbearbeitungs-Psycho hier. Ich habe hier noch ein paar Werte aufgeschrieben, auf die bin ich jetzt in dem Video noch nicht oder in der Aufnahme nicht genauer darauf eingegangen, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen besser zu verstehen, wo hier die Schwierigkeit ist, beziehungsweise das Risiko. Ihr seht das hier, ich habe jetzt mal die Steigerung aufgeschrieben. Die Geschwindigkeit, mit der der Geist die Jagd beginnt, beziehungsweise die er gerade in diesem Moment hat, wenn er dich sieht, wird mit 1,65 multipliziert, so ungefähr. Das Ganze dauert 13 Sekunden von Minimum Speed, sprich in dem Moment, in dem er dich sieht, bis zum Maximum, sprich nach diesen 13 Sekunden, solange du in dieser Zeit die ganze Zeit in seiner Line of Sight bist. Und ich habe hier auch ein Beispiel dazu geschrieben, zum Beispiel beim Spirit. Der hat eine Grundgeschwindigkeit von 1,7 Meter pro Sekunde. Die meisten Geister haben diese Grundgeschwindigkeit, doch durch diese Line-of-Sight-Geschwindigkeit, sprich, wenn er wirklich 13 Sekunden in deinem Blickfeld wäre, ohne dass es mal abbrechen sollte, würde sich die Geschwindigkeit auf 2,805 Meter pro Sekunde erhöhen. Sprich, die Geschwindigkeit würde sich fast verdoppeln sogar. Und gut, fast verdoppeln ist relativ, ne? Aber er wird auf jeden Fall ordentlich schnell. 2,8 Meter pro Sekunde ist schon sehr, sehr krass. Vier Geister sind davon nicht betroffen, die kriegen keine Line-of-Sight-Geschwindigkeit. Das sind einmal der Diogen, Hantu, Revenant und Tai. Diese vier Geister, die können euch sehen während der Jagd, nur es gibt keine Veränderung. Es gibt jedoch auch, wie gesagt, vier Geister, die gewisse Geschwindigkeitsveränderungen haben und gleichzeitig auch noch Line-of-Sight bekommen. Sprich, die sind von Haus aus schon ein wenig schneller oder langsamer, ne? Veränderung eben. Und da kommt noch mal was oben drauf. Das macht zum Beispiel auch den Moro zum gefährlichsten Geist. Auch der Jin kann unvorteilhaft sein. Der kriegt nicht nur seinen Zoom-Effekt, sondern er wird auch noch durch die Line of Sight schneller. Die Zwillinge, ne, der schnelle Zwilling, der sowieso schon ein bisschen schneller ist, kann noch schneller werden. Ebenso der Raichu, wenn er Energie aus Elektronik zieht, kann durch die Line of Sight Geschwindigkeit auch noch mal schneller werden. Und ihr habt jetzt auch schon einen weiteren Begriff gehört, den ich häufig verwende in Bezug auf Jin. Der Zoom-Effekt. Was ist das? Die Jagd beginnt, der Jin sieht dich und er wird schlagartig schneller. Er wird schlagartig schneller, kommt auf dich zu, und wenn er vor dir ist, das sind 2, 3, 4 Meter,
Sprich, irgendwann vor dir bremst er dann auf einmal ab und wird langsamer. Also normale Geschwindigkeit, beziehungsweise normale Geschwindigkeit plus diese Line-of-Sight-Geschwindigkeit. Aber du merkst sowohl eine Veränderung am Anfang, wenn er dich sieht, dass er bam schneller wird. Und du merkst auch eine Veränderung, dass wenn er kurz vor dir ist, dass er bam wieder langsamer wird. Das ist dieser Zoom-Effekt, dieses schnell an jemand rankommen. Wie gesagt, dazu dann mehr in separaten Videos. Da werdet ihr auch noch genauere Informationen zu jedem Geist während der Jagd haben. Da werdet ihr alles sehen, auch mit Anschaumaterial. Jetzt einfach nur mal so kurz und knapp, damit man schon mal ein gewisses Grundwissen aufbauen kann und ungefähr weiß, wie man sich bei diesen Geistern zum Teil während der Jagd verhalten muss. Und da sind wir auch schon auf einem wichtigen Punkt. Während der Jagd gibt es natürlich noch weitere Besonderheiten. Und eine dieser Besonderheiten ist beispielsweise das Blinkverhalten. Jeder Geist während der Jagd ist mal eine Zeit lang sichtbar, eine Zeit lang unsichtbar und hat eine gewisse Zeit zwischen diesem Blinken. Und es gibt drei Geister, die eine Besonderheit haben. Ja, ich weiß, Ladies and Gentlemen, die meisten werden nur an zwei denken. Ich dachte auch nur an zwei, das fand ich heute sehr, sehr spannend. Und zwar Diogen, Oni und Phantom. Im Grunde könnte ich euch jetzt hier Zahlen um die Ohren ballern. Ihr seht das auch hier gerade in der Tabelle, aber das ist teilweise sehr verwirrend. Im Grunde müsst ihr nur wissen, wenn ihr jetzt diese drei Geister mit einem Standardgeist vergleicht, ihr müsst wissen, das Phantom, also diese Zeitspanne, in der es sichtbar wäre oder wo normale Geister sichtbar sind, ist beim Phantom ein wenig kürzer. Und die Zeit, in der das Phantom unsichtbar ist ein wenig größer. Das ist natürlich alles so ein bisschen Wahrscheinlichkeitssache. Deswegen seht ihr auch in der Tabelle nicht nur eine Zahl, sondern immer zwei Zahlen von bis, weil es immer so eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist. Aber beim Phantom ist auffällig, dass es schlechter zu sehen ist. Ich nenne es einfach schlechter, das trifft es, denke ich, ganz gut. Und wir haben das Gegenstück, ungefähr das Gegenstück, und das ist der gute Oni. Denn diese Zeitspanne, in der unsichtbar oder normale Geister unsichtbar wären, ist bei ihm ein wenig kleiner und die Zeit, wenn er sichtbar ist, ist ein wenig größer. Sprich, man kann ihn während der Jagd besser sehen. Es gibt hier bei ihm auch so schöne Werte, sowas wie 0,01 oder sowas. Also sprich, es gibt die Möglichkeit beim Oni, dass wenn diese Phase eintritt, in der er unsichtbar sein würde, dass die nur ganz kurz ist, also wirklich nur so für Bruchteil einer Sekunde, ebenso aber auch die Sichtbarkeitsphase, dass er da auch einmal kurz aufblinkt. Und das sind für mich zwei Dinge, da versuche ich, wenn ich den Oni habe, während der Jagd drauf zu achten, denn das können die anderen Geister eher unwahrscheinlich. Ihr seht das, na, wenn wir uns hier die Standardwerte anschauen, da ist der niedrigste Wert 0,08 oder 0,10. Sprich, auch dieses Bam, dieses kurz Aufblinken ist beim Standardgeist ein wenig länger und das merkt man sogar. Ihr werdet, wenn ihr mal einen Oni habt und darauf achtet, werdet ihr es merken und auch erkennen. Das hat mir sehr geholfen, den Oni während der Jagd leichter zu erkennen. Der Diogen steht hier auch noch in der Liste, denn das finde ich sehr, sehr interessant. Die Sichtbarkeit vom Diogen ist relativ konstant mit 0,2 bis 0,3 Sekunden. Sprich, es ist ja wie gesagt alles eine Wahrscheinlichkeit, wie lange sie sichtbar sind. Und beim Diogen ist da ein wenig, oder ist diese Varianz nicht so groß, ne? 0,1 Sekunde ist jetzt nicht dramatisch. Sprich, diese Phasen, wenn er sichtbar ist, sind relativ gleichbleibend. Die Zeit, während er unsichtbar ist kürzer als bei normalen Geistern, sprich, er ist hierbei bezogen auf diesen Aspekt ein wenig besser sichtbar. Und auch die Dauer zwischen diesem Blinkverhalten ist auch ein wenig kürzer wie bei Standardgeistern. Also sprich, auch der Diogen ist ein wenig besser zu sehen und diese Konstanz während der Jagd hilft euch teilweise dann auch besser Fotos zu machen. Aber wie gesagt, ich wollte euch jetzt nicht nur Zahlen hier von Latz ballern, aber für alle, die Zahlen interessiert, habe ich beides jetzt mal aufgeführt. Sprich, meine Worte für die, die mit Zahlen nicht so viel anfangen können und die Zahlen für die Leute, die das gerne haben wollen. Ich werde auch häufig gefragt und damit separieren wir uns jetzt nochmal kurz ein wenig von der Jagd. Und zwar, welche Geister haben Pflichtbeweise? Es gibt, jetzt muss ich selber nachziehen, fünf Geister mit Pflichtbeweisen und einen mit einer Besonderheit. Diese fünf Geister sind einmal der Hantu mit Gefriertemperatur, Gregorio mit den Dots, Obake mit Ultraviolett und Diogen und Moreau mit der Geisterbox. Nur diese fünf Geister haben Pflichtbeweise. Alle anderen Geister, selbst wenn die Fähigkeiten so ein bisschen mit einem Pflichtbeweis zusammen oder mit einem Beweis zusammenhängen würden, diese Geister haben keinen Pflichtbeweis. Und jetzt habe ich es auch schon gesagt, warum diese fünf Geister Pflichtbeweise haben, da Fähigkeiten von ihnen mit diesen oder bezogen auf diese Beweise sind, sprich,
Deswegen ist es kombiniert worden. Na, zum Beispiel der Handtuch, seine Fähigkeit ist, dass er während der Jagd schneller wird, je kälter es ist. Ohne Freezing wäre das ein bisschen schwierig. Der Gorio kann seine Dots verbergen vom bloßen Auge. Man kann sie also nur über die Videocam sehen. Auch das wäre schwierig, wenn ihr jetzt einen Gorio hättet, der keine Dots hat. Na, und deswegen haben manche Geister, also diese fünf Geister, Pflichtbeweise bekommen. Der Mimic hat theoretisch auch sowas ähnliches wie ein Pflichtbeweis, aber es ist nicht direkt ein Pflichtbeweis. Er hat eher einen zusätzlichen Beweis und das ist ein Geisterorb. Ganz egal, welche Beweise ihr habt, ganz egal, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr zockt, selbst wenn ihr No Evidence macht, hat der Mimic seinen Geisterorb. Es ist teilweise ein wenig schwieriger, diese Kugel zu sehen. Ich habe das jetzt auch schon von vielen Spielern gehört, dass sie Mimic hatten, aber uns verreckten im Geisterraum diesen Orb nicht gesehen haben und das ist ein wenig tricky. Es gibt viele, die würden behaupten, dass der Mimic seinen Orb mitnimmt, auch wenn er Roaming geht. Also sprich, es gibt hier nicht so eine Konstanz bezüglich des Orbs im Geisterraum, wie bei anderen Geistern, die das als Beweis haben. Also durch starkes Rolling-Verhalten vom Mimic könnte das auch teilweise tricky sein. Und dadurch, dass er natürlich andere Geister imitieren kann, zum Beispiel auch Zwilling, kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht auch der Orb dann in dem Raum des Zwillings ist, beispielsweise. Deswegen hierbei teilweise ein bisschen tricky, aber ich finde, man sieht den Orb früher oder später. Man sollte eben nicht nur einmal drüber schauen und dann sich denken, okay, Mimic ist raus, sondern öfter drüber schauen, gerade wenn nochmal 10 Minuten Zeit vergangen ist in der Runde, dann vielleicht nochmal drüber schauen. Das lohnt sich teilweise. Und jetzt habe ich hier noch eine kleine Zusammenfassung für euch, Ladies and Gentlemen. Geister haben gewisse Besonderheiten, sowohl während der Jagd als auch außerhalb der Jagd. Und sie haben auch teilweise mehrere Fähigkeiten, wie zum Beispiel der Gudo Barke, der hat 4 Stück an der Zahl, also sprich 4 Dinge, woran man ihn erkennen könnte. Aber damit das Video hier jetzt auch nicht zu umfangreich wird, habe ich jetzt einfach mal Schlagwörter zu jedem Geist mir ausgedacht und diese hier aufgelistet. Wir können alle erst einmal durchgehen. Diese Schlagwörter sollen einfach nur so ein bisschen darauf hindeuten, was eine Besonderheit in dem Geist ist oder woran man ihn erkennen kann, sowohl während, also entweder während oder außerhalb der Jagd. Nehmen wir zum Beispiel beim Spirit das Räuchern. Wenn du einen Geist räucherst, gibt es einen kleinen Cooldown, bis wann er wieder die Jagd beginnen kann. Bei den normalen Geistern ist das, sind das 1,5 Minuten. Beim Spirit hingegen sind das 3 Minuten, sprich diese Zeit ist erhöht, deswegen habe ich hier Räuchern aufgeschrieben, denn das ist eine Möglichkeit, Spirit räuchern, wenn die einen Hunting Range hat und dann einfach schauen, ab wann der Geist wieder jagt. Wenn der Geist unter 3 Minuten wieder jagt, wisst ihr, es ist kein Spirit, wenn der Geist erst nach 3 Minuten oder darüber jagt, also sprich nach noch längeren Zeitdauer, dann könnte es wahrscheinlich ein Spirit sein. Nächstes haben wir Gespenst, da ist das Beste Salz. Salz platzieren und wenn der Geist die ganze Zeit nicht durchläuft, selbst wenn er offensichtlich darüber gelaufen ist, ist es ein Gespenst. Phantom ist die Sichtbarkeit, haben wir auch gerade eben schon ein wenig erwähnt während der Jagd. Na, man sieht es ein wenig schwieriger während der Jagd. Es gibt noch weitere Besonderheiten, wie zum Beispiel, wenn du ein Foto machst, ist es auf dem Foto nicht zu sehen und auch das Event während, also wenn du das Foto während eines Events machst, hört das Event auf, aber also sprich, der Geist verschwindet, das Event geht weiter und man hört auch den Sound des Bus, aber du siehst ihn optisch nicht mehr. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Poltergeist sind es die Gegenstände, ne, höhere Frequenz Gegenstände zu werfen, doppelt so viele Gegenstände während der Jagd wie andere Geister, insofern er die Möglichkeit hat und auch doppelt so weit. Banshee hat ein stalkendes Verhalten außerhalb der Jagd, roamt sie in die Richtung ihres Opfers. Während der Jagd hat sie ein Opfer und die anderen Spieler sind davon nicht betroffen, die können sogar durch sie durchlaufen und sich frei im Haus bewegen. Der Djinn kann seine Fähigkeiten nutzen, wenn, also in Kombination mit dem Breaker, deswegen habe ich hier in Klammern auch nochmal F, sprich Fähigkeit bezogen auf den Breaker, aber natürlich auch der Zoom-Effekt während der Jagd. Auch diesen kann er nur nutzen, wenn der Breaker an ist. Sprich, wenn ihr diesen Speed nicht haben wollt vom Djinn, weil ihr zum Beispiel ein Foto während der Jagd machen wollt oder sowas, macht den Breaker aus. Bei der Mare ist es das Licht, hinsichtlich der Hand-Sanity beispielsweise. Beim Revenant ist es die Geschwindigkeit während der Jagd, die ist sehr prägnant. Langsamer, wenn er einen Spieler nicht sieht und relativ schnell, wenn er einen Spieler sieht. Shade ist schüchtern, was bedeutet, jagt relativ spät und kann auch teilweise nicht jagen, wenn Spieler in seinem Raum sind. Auch die Interaktionsrate nimmt ab, wenn Spieler in der Nähe sind. Der Dämon kann relativ früh jagen, da wusste ich keinen besseren Begriff, den habe ich einfach frühe Jagd geschrieben. Yorei ist das Roaming-Verhalten, sprich, er verlässt gerne seinen Geisterraum und geht wandern, geht in andere Räume. Das ist teilweise auffällig. Er kann auch oder ist auch der einzige Geist, der eine Tür komplett schließen kann, wenn er seine Fähigkeit nutzt und es gerade kein Event ist.
Aber na, das ist ein bisschen tricky, gerade für Beginner, das so ein bisschen zu erkennen, dass es, na, denn ich will jetzt auch nicht, dass jemand ein Event abbekommt, alle Türen geht zu und man denkt, es ist ein Yuri. Na, deswegen habe ich hier jetzt das Roaming-Verhalten aufgeschrieben. Oni ist ein Troller, da wusste ich tatsächlich, da sind mir so viele Begriffe eingefallen. Er kann dir viele Events geben, er kann dir Events außerhalb des Geisterraumes geben. Er macht das vor allem auch sehr, sehr gerne, diese Events außerhalb des Geisterraumes. Er hat eben das mit der Sanity. Wenn er dir ein Event gibt, kann er deine Sanity um 20% droppen. Er hat die Sichtbarkeit während der Jagd, also Oni hat auch sehr, sehr viel für mich. Ich mag den Oni, weil er ein Troller ist. Na, ich kenne das sehr gut, Tanglewood. Der Geisterraum ist in der Garage zum Beispiel. Du gehst rein und kriegst erstmal ein Event ab. Na, mein erster Gedanke ist Oni, weil er das sehr gerne macht. Als nächstes haben wir den Yokai, das sind die Stimmen. Yokai kann sogar früher jagen, und zwar auf 80%, wenn jemand redet. Ich glaube, das habe ich vorhin erwähnt, vergessen zu erwähnen. Sprich, er hat eine Affinität zu Stimmen, aber auch die Range während der Jagd. Also wie weit er dich hört, ist sehr viel geringer mit 2,5 Metern und andere Geister haben 9 bzw. 7 Meter. Der Hanzu, bei dem habe ich jetzt Geschwindigkeit aufgeschrieben, Temperatur aufgeschrieben, denn je nachdem wie kalt es ist, wird er schneller während der Jagd. Gorio habe ich territorial aufgeschrieben. Er kann seinen Geisterraum nicht wechseln und kann auch nicht zu so weit wandern, also nicht zu so weit wegroamen. Sprich, wie die Situation mit dem Oni, wenn der Geist in der Garage ist und an der Tür oder in einem der Schlafzimmer kriegt den Event ab, ist es schon mal kein Gorio, denn das wäre wahrscheinlich zu weit weg. Bei Merlin habe ich leiser aufgeschrieben, also man hätte hier jetzt auch Lautstärke aufschreiben können, aber na, das hätte ich auch beim Oni, deswegen, beim Joker machen können. Aber nein, die Merlin ist leiser während der Jagd, beziehungsweise nicht direkt leiser. Die Range, in der du sie hörst, ist einfach nur geringer. Und zwar die Steps. Nur die Steps, also nur die Schritte. Alles andere ist in Normallautstärke, wie bei anderen Geistern. Ihre Schritte hört man erst ab 12,5 Meter. Also sprich, wenn ihr eine Jagd habt und auf einmal, ihr hört noch Gegenstände rumfliegen, aber ihr hört keine Schritte mehr, dann könnte es ja wahrscheinlich nicht mehr Merlin sein. Aber dann vorher erstmal den Ingame-Sound ein bisschen lauter drehen. Könnte sich lohnen an der Stelle. Ne? Nicht, dass ihr einfach nur den Ingame-Sound zu leise habt und deswegen hört ihr die Schritte nicht mehr, wenn sie zu weit weg sind. Bei Onryo habe ich jetzt die Kerzen aufgeschrieben, sprich Feuerlicht an sich. Er hat dadurch eine Abneigung, kann man mit Kerzen so ein bisschen ärgern. Die Zwillinge haben die Besonderheit, dass sie zwei Geister sind. Sowohl außerhalb der Jagd kann der eine rechts von dir was werfen, der andere links viel weiter weg. Ebenso können sie aus zwei verschiedenen Geisterräumen starten, aber nur pro Jagd könnt ihr nur von einem Geist gejagt werden. Naja, keine Sorge, werdet nicht von zwei Geistern überrascht. Und weitere Besonderheit ist, dass sie Chainhunten können. Dazu auch in einem späteren Video mehr, was Chainhunten ist. Beim Raichu habe ich Elektronik aufgeschrieben, na, dass er Energie daraus ziehen kann und schneller wird während der Jagd. Daran kann man ihn sehr gut erkennen. Der Obake, Ultraviolett, er hat einen zusätzlichen sechsten Finger. Er muss teilweise keine Fingerabdrücke hinterlassen. Auch die Dauer, wie lange die Fingerabdrücke halten, ist ein wenig geringer. Und gut, er hätte noch eine weitere Besonderheit während der Jagd, kann er seine Form ändern, dazu auch irgendwann mehr. Beim Mimic habe ich Adaptieren geschrieben, da er eben jeden Geist auch Spezialfähigkeiten imitieren kann. Beim Roar habe ich die Sanity aufgeschrieben, da der Roar schneller wird, je niedriger die Sanity ist, aber natürlich nur während der Jagd wieder schneller. Beim Diogen habe ich jetzt einfach mal allwissend aufgeschrieben, da er während der Jagd immer weiß, wo ein Spieler zu finden ist. Und beim Tai habe ich Altern aufgeschrieben, sprich, er startet so ungefähr als kleines Kind, keine Sorge, also nein, der Skin ändert sich nicht, aber beim Widgerbrett die Antwort würde sich ändern. Wenn ihr am Anfang fragt, würde er sagen, dass er jung ist, und wenn ihr nach, keine Ahnung, einer halben Stunde, insofern ihr ihn habt altern lassen, nachfragt, würde er sogar sagen, dass er alt ist. Das sind hier einfach mal so kleine Informationen. Diese Begriffe helfen mir sehr dabei, diese Geister separieren zu können, da sie, ja, eben genau das machen. Die Geister separieren, das sind Besonderheiten, die diese Geister an sich nur haben oder mit Begriffe davon. Gut, so ein Begriff wie zum Beispiel Roaming beim Yuri. Der trifft auch noch auf andere Geister zu, aber er ist da so, er hat da die Königsklasse für sich gepachtet. Er kann am besten roamen so ungefähr. Aber wie gesagt, ich hoffe, euch helfen diese Begriffe, gerade neben Zahlen oder sowas, die ja sehr oft verwirrend sind, helfen solche Schlagwörter teilweise. Und ich würde sagen, das Video ist jetzt auch am Ende. Ich weiß tatsächlich nicht, wie ich es am Ende gecuttet habe, wie lang oder kurz es am Ende ist. Aber ich hoffe, die Dauer passt für euch und ich hoffe auch, sowohl das Anschaumaterial als auch die Aufmachung mit Hintergrund, blablabla, hat euch gepasst. Ihr habt ein paar Informationen und wie gesagt, es gibt noch weitere Informationen zu jedem Geist. Aber ja, ich wollte euch jetzt auch nicht überfordern mit allen Informationen, mit allen Zahlen und so weiter. Ich wollte euch einfach nur so ein paar kleine Dinge mitgeben,
Hier kann man dann einfach mal nebenbei mal kurz wieder ins Video reinschauen, kann sich das nochmal anschauen und ja, dann fällt es schon mal ein wenig leichter, gerade wenn man dann Richtung höhere Schwierigkeitsgrade gehen will und vor allem knüpft dann hieran auch so ein bisschen das Tipps und Tricks Video für Fortgeschrittene oder Profis an. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich jetzt, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr merkt schon, auch mein Hirn ist jetzt langsam matsch und durch. Ich hoffe, euch hat es zugesagt. Ich hoffe, es hilft euch weiter und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.